Für die, die heute das erste Mal da sind, ist, was heißt ein Praise? Willkommen, um die Gita willkommen zu heißen, um sie zu ehren, dass wir uns vor dem Text verneigen, dass wir eine Lobpreisung auf die Bhagavad Gita. Ja? Okay, mit dem fangen wir an. Wird praktisch auch beschrieben, wo die Bhagavad Gita entstanden ist und wird bezeichnet als der Nektar der Unsterblichkeit, also ganz poetisch. Ja, ein bisschen haben wir beim letzten Talk auch darüber gesprochen. Okay, gut. Narayanena Svayam Yasena Graditam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Ritavarshinim Bhagavatim Ahtadashatyayinim Ambatvam Mansandatami Bhagavatite Bhavantveshinim Namo sute yasa vishala bhute Pulara vindayata patra mitra Yena tvaya parata taila purnaha Prachvalito nyanamaya pratipaha Prapanna parichataya Totra vidray kapanaye Jnanam utraya krishnaya Gitam Ritam Duhi Namaha Sarva Upanishado Gavo Dokta Goparanandanaha Pato Vatsa Sudhir Bhokta Duktam Gitam Ritam Mahate Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Bhishma Druna Tratachaya Tratachala Gandhara Nilotpala Sharya Kravavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashvatamya Vikala Gora Makara Duryodhana Vartini Sudhirna Kala Pandavaira Nanadi Kaivartaka Keshava Arasharya Vaksha Sarocha Mamalam Gitarta Kandot Katam Jnana Kyana Kakesaram Harikata Sambodana Boditam Loke Sachana Shatpadaira Hara Pepiya Mana Muda Puyat Parata Pankacham Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukham karoti vajalam pangum langayate girim yakripatamaham vande paramananda matavam vyaprama varinendra rutra maruta stunvanti divya istavai vedai sangha padakram upanishadai kayantiyam samaga Jnana vastita takkatena manasa Pashyantiyam yogino Yasyantam navidu sura suragana Devaya tasmai namaha. Gut. Okay.
Wir hatten ja so das letzte Mal so eine Zusammenfassung oder so einen kleinen Talk darüber gehabt, was Vedanta ist, was Advaita ist. Ganz grob über die Bhagavad Gita, auch die Ausrichtung der Bhagavad Gita. Und ich fasse das einfach nochmal ganz grob zusammen. Also die Bhagavad Gita, Vedanta, Advaita ist Upadesha, ist Teaching. Also ist keine Philosophie oder Gedankenschule, es ist ein reines Teaching. Es geht um Selbsterkenntnis. Also wie kann ich die letzte Wirklichkeit erkennen, die zugleich das Individuum erfasst und aber auch dieses ganze große, weite Universum umfasst. Ja, also es geht immer um Selbsterkenntnis. Ich merke, mich lenkt es ein bisschen ab hier. Also es geht um Selbsterkenntnis. Also dass dieses Individuum Brahman ist, dass dieses Individuum Atma ist und dass Atma gleichzeitig Brahman ist. Ja? Und dass nur diese letzte Wirklichkeit existiert, also dahin führt uns das Teaching. Jetzt haben wir natürlich auch eine andere Wahrnehmung. Also wir nehmen uns in der Dualität wahr, das heißt, ich bin hier und diese Welt ist getrennt von mir, ich bin getrennt von dieser Welt. Ja? Ich fühle mich als Individuum, ich fühle mich wie ein Alien, also ich fühle mich klein und hilflos und schmächtig und dieses Universum ist alles umfassend, ja. Also dass diese Wahrnehmung, wie wir diese Welt wahrnehmen, erstmal nicht in Übereinstimmung steht mit dieser einen Realität. Also wie kann ich das Ganze sein, wenn ich die Welt anders wahrnehme? Ja? Und da nimmt uns die Advaita an die Hand und sagt, diese Wahrnehmung stimmt oft nicht mit dem, mit der Wirklichkeit überein. Also zum Beispiel, die Sonne geht im Osten auf, ja, sie wandert, nimmt ihren Lauf und geht im Westen unter. Das ist unsere Wahrnehmung. Ja. Und die Advaita sagt, also dass es auch nochmal ein anderes Wissen gibt, was unsere Wahrnehmung nochmal in einen anderen Kontext stellt. Und das passiert durch das Teaching. Also dass diese Wahrnehmung, ich bin klein, ich bin hilflos, ich bin ein Alien und ich bin getrennt vom Ganzen. Also dass diese Wahrnehmung, wie wir uns als Individuum fühlen, dass die sich auf das, was wahr ist, ausrichten kann. Also dass so etwas wie ein Shift in der Wahrnehmung passiert von dem Toten, nämlich von unseren Glaubensvorstellungen. Ja, wir haben Glaubensvorstellungen, dass wir getrennt sind. Wir haben Bilder von uns, wo wir uns als schmal und hilflos wahrnehmen, auf das, was wirklich ist, nämlich auf die Grenzenlosigkeit des Selbst, auf die Nichtgetrenntheit und auf das, was wahr ist. Also von dem, was tot ist, weil Vorstellung oder Gefühl, auf das, was Wirklichkeit und lebendig ist. Ja, also die Vedanta korrigiert unseren Shift und so, also diesen Shift in der Wahrnehmung. Und so ist es auch in der Gita. Also die Gita unterrichtet uns, also dass wir diese falschen Vorstellungen, diese irrtümlichen Vorstellungen, die wir über das Ich haben und über die Welt haben, also dass wir die sukzessive mit dem ersetzen, was Wirklichkeit ist, sodass wir schließlich
in dieser non-dualen einen Wirklichkeit ankommen und schließlich auch begreifen, nur Brahman ist. Also es ist Teaching, Unterweisung und keine Philosophie oder Gedankengut. Also es geht immer nur um Selbsterkenntnis. Ja? Also das ist die Ausrichtung der Bhagavad Gita. Ja, und wir haben das letzte Mal so auch ein Stück uns angeschaut, wer der Autor ist, wie sie geschrieben ist, die Verse, wo sie sich befindet. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, wenn du heute dazugekommen bist. Ja, also all die wichtigen Informationen erfährst du heute auch nochmal. Und der Franz macht jetzt weiter, ja, dass du uns so erzählst über den Hintergrund. Ja, also du hast jetzt eher so einen inhaltlichen Überblick gegeben und ich gebe jetzt mal so einen Überblick über das, was die Geschichte ist. Ja, also die Bhagavad Gita ist ja so in eine große Rahmenhandlung eingebunden, in das Mahabharata, und ist praktisch das Kernstück von der Mahabharata. Das Kernstück, es steht ziemlich in der Mitte von dem ganzen Epos und es beinhaltet den Teil, der sich mit der Selbsterkenntnis beschäftigt. Also das Mahabharata ist ein Riesen-Epos, eine Familiensaga, die geht los bei dem König Bharata und setzt sich so über mehrere Generationen fort mit vielen Verwicklungen und Wiederauflösungen und neuen Verwicklungen. Und so die nähere Geschichte beginnt dann mit dem mit einem König Vichitravirya, und der hat zwei Söhne, nämlich den Dhritarashtra und den Pandu. Und der Dhritarashtra ist eigentlich der ältere von den beiden Brüdern, aber er ist blind. Und es gibt Vorschriften, dass ein König alle seine Fähigkeiten haben sollte. Und deswegen wird Pandu der König, ja, der regierende König. Pandu überlässt Dhritarashtra auch die Königswürde, also der bleibt König, aber er regiert eben nicht. Ja. Der Dhritarashtra, der hat 100 Söhne wo war ich jetzt gerade? Ja, okay. Also der Dhritarashtra, der hat 100 Söhne und Pandu hat 5 Söhne. Und diese 100 Söhne vom Dhritarashtra und die 5 Söhne vom Pandu, die wachsen zusammen als Königssöhne auf, haben die gleichen Lehrer, die gleichen Annehmlichkeiten. Und trotzdem sind diese 100 Söhne vom Dhritarashtra immer neidisch auf die Pandus, weil die schneiden in den Wettbewerben besser ab und die sind einfach fitter. Sind also immer neidisch und versuchen denen zu schaden, bis hin zu Mordanschlägen. Also einmal haben sie einen Palast aus Wachs gebaut, den sie anzünden wollten, wenn die drinnen sind. Aber die wurden dann vorher gewarnt und das ist fehlgeschlagen. Und jetzt in der Geschichte, die in der Bhagavad Gita ist, ist es so, dass die das Königreich für sich haben wollen von den Pandus. Und sie haben sich einen Trick überlegt und fordern die Pandavas, heißen sie, die Söhne von Pandu, fordern sie raus zu einem Würfelspiel. Und das eine ist, wenn man als König herausgefordert wird, kann man schlecht Nein sagen. Und es ist aber so, dass der ältere Bruder von Arjuna, also dem Held von der Bhagavad Gita, der ältere Bruder hat eine Schwäche fürs Spiel. Und das nützen die Dhritarashtras aus, ja, und die spielen auch nicht ganz ehrlich, und was dabei rauskommt ist, dass die Pandavas ihr Königreich verspielen und sogar ihre Frau, die hatten zu fünft eine Frau, die wurde auch eingesetzt von diesem älteren Bruder,
alles ist verloren. Ja. Und jetzt haben das viele als ungerecht und ungerechtfertigt empfunden. Und es wurde versucht, einen Kompromiss zu finden. Und der Dhritarashtra, der Duryodhana, so heißt der Sohn von Dhritarashtra, der so der Gegenspieler vom Arjuna ist in dieser Geschichte, der Duryodhana sagt, okay, also ihr könnt das Königreich wieder bekommen, wenn ihr 12 Jahre ins Exil geht, in den Wäldern wohnt und dann wieder zurückkommt und 1 Jahr im Reich lebt, ohne dass ihr erkannt werdet. Falls ihr erkannt werdet, müsst ihr nochmal in die Wälder für 12 Jahre. Okay, die Pandavas haben sich darauf eingelassen und sind in die Wälder gegangen. Und nach 12 Jahren sind sie zurückgekommen und haben unerkannt gelebt. Der Arjuna hat, glaube ich, als Tanzlehrer im Palast gearbeitet. Jedenfalls wurden sie nicht erkannt und nach dem 13. Jahr kamen sie dann und haben gesagt, so, jetzt möchten wir unser Königreich wieder haben. Und da hat der Duryodhana gesagt, nein, das kriegt er nicht zurück. Also der hat so Blut geleckt, ihm hat es gefallen, so mächtig zu sein, und er wollte das Königreich nicht mehr abgeben. Und er hat gesagt, wenn ihr das wieder haben wollt, dann sehen wir uns im Kurukshetra. Ja, das ist das Kampffeld nördlich von Delhi. Dann müsst ihr mit mir Krieg führen. Und so war der Krieg dann erklärt. Kurz auf meinen Spicker gucken, dass ich auch nichts vergesse. Gut, Krieg war erklärt. Und alle haben ihre Verbündeten gesammelt. Duryodhana hat viele Leute unter Druck gesetzt, die eigentlich lieber mit den Pandavas gezogen wären, aber die mussten dann notgedrungen auch bei ihm Dienst leisten. Und früher war das noch so, dass sich dann die Heere zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort getroffen haben. Also Listen oder frühes Zuschlagen war nicht erlaubt, also die haben ausgemacht, dann und dann treffen wir uns da am Kurukshetra mit unseren Heeren. Und das ist so die Ausgangssituation von der Bhagavad Gita. Arjuna und Duryodhana haben noch vorher Krishna um Unterstützung gebeten. Die kamen zufällig beide gleichzeitig dort an und Krishna hat Arjuna zuerst wählen lassen zwischen seinem Heer und ihm als Unterstützung. Und der Duryodhana hat sich schon geärgert und hat gedacht, jetzt hat mir der Arjuna das Heer weggeschnappt. Aber was macht Arjuna? Er wählt Krishna als Unterstützung. Duryodhana hat sich gefreut und hat das Heer genommen. Und Arjuna hat Krishna gebeten, sein Wagenlenker zu sein. Und so standen sie dann so zur vereinbarten Zeit an dem Kurukshetra, am Schlachtfeld. Und Arjuna sagt zu Krishna, fahr mich bitte mal in die Mitte vom Feld, damit ich die beiden Heere gut sehen kann. Und Krishna steuert den Wagen in die Mitte und Arjuna schaut. Und dann sieht er auf beiden Seiten seine Verwandten, seine Lehrer, seine Freunde, frühere Verbündete, also, und er kommt in eine Verzweiflung und in ein inneres Dilemma, dass er nicht weiß, was er tun soll. Ja? Er hat so das Gefühl, wenn ich kämpfe, egal ob ich gewinne oder verliere, ich bin immer der Verlierer. Ja, ich kann eigentlich diese Schlacht nicht gewinnen. Und so sitzt er oder liegt er in seinem Kampfwagen und ist keiner Handlung mehr fähig. Und er bittet Krishna, ihn zu unterweisen. Ich muss wieder auf meinen Spicker gucken. Also das ist so die Ausgangslage, wo die Bhagavad Gita dann einsetzt, beziehungsweise wo dann das Teaching anfängt im zweiten Kapitel.
Und wenn man diese Geschichte so anguckt, dann kann man da auch schon eine gewisse Bedeutung rausziehen, nämlich diese 100 Söhne vom Dhritarashtra mit ihrer Gier und ihren Ansprüchen, die stehen so für die vielen, vielen Wünsche und Begierden, die man so im Leben haben kann. Ja, also so auch diese Vorstellung, wenn ich jetzt noch einen Haufen Geld verdiene, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich noch diese Frau für mich gewinnen kann, dann bin ich glücklich. Ne? Und dann versucht mal jemanden zu finden, der einem dieses Loch im Inneren füllen kann, ja, die tolle Frau, oder dann geht man in das Partnerportal und versucht es darüber, und wenn das nicht klappt, dann macht man den nächsten Versuch woanders, und man versucht immer einen besseren Job zu finden und noch mehr Geld zu verdienen, ja, und das Haus und das Auto und also diese Wünsche sind unendlich. Der eine ist erfüllt und der nächste taucht auf. Also das sind so die 100 Söhne von dem Dhritarashtra. Und die, wolltest du was sagen? Ja, wenn wir denken, dass wir dieses Ego sind. Ja, ja, ja. Ja. Das ist so diese, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, sondern uns für das Ego halten. Und die 5 Söhne vom Pandu, die kann man sehen als die 5 Sinne. Also es ist ja nicht Zufall, dass das 5 sind. Und die 5 Pandavas, die waren an Dharma ausgerichtet, also an einer Ethik oder an einem rechtschaffenen Leben. Wie führe ich ein rechtschaffenes Leben? Also das ist so ein Symbol für die 5 Sinne, wenn die gezügelt sind und wir sie in den Dienst stellen von einem rechtschaffenen Leben. Und der eine, der älteste Bruder, der hatte eine Schwäche, ja, also der hat sich nicht gezügelt. Und dadurch sind diese ganzen Verwicklungen entstanden. Und Arjuna und die Pandavas, die haben ja lange versucht, dann diese Verwicklungen innerhalb von dem, von Samsara, kann man sagen, ja, also innerhalb von diesem von dieser Welt zu lösen. Und das hat nur dazu geführt, dass die Konflikte eigentlich eskaliert sind, ja, bis zu der Kriegserklärung. Also sie haben versucht, eine Lösung dadurch beizuführen, dass sie den Kompromiss gemacht haben und in die Welt da gegangen sind. Und es hat eigentlich keinen Tauch gehabt, weil es hat das Problem nicht gelöst. Und der Arjuna, das war ja ein Königssohn und der war auch gebildet und der wusste, dass es so etwas gibt wie Selbsterkenntnis und dass das eigentlich die Lösung ist. Ja, das wusste er, aber er hatte es bisher nicht so in Betracht gezogen. Also auch in der Zeit, wo er im Wald war, hätte er ja die Rishis dort oder ja, die Weisen, die dort auch im Wald lebten, hätte er ansprechen können und sagen, ich komme mit meinem Leben nicht klar, bitte unterrichtet mich. Ja, das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat wirklich den Punkt gebraucht, wo er total verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste. Und dann hat er zu Krishna gesagt, ich bin dein Schüler, bitte unterrichte mich in dem, was wirklich ist. Ja, was mir wirklich nützt, was wirklich gut für mich ist. Das ist dann im 2. Kapitel, der 7. Vers. Und damit könnten wir jetzt eigentlich einsteigen. Ja, ich will aber noch mal ein bisschen. Ja? Ja? Achso, ja, okay. Also vielleicht noch mal von dir aufgreifen, noch mal so zusammenfassen. Die Bhagavad Gita ist auch eine Psychologie der Radha-Kleshas. Ja. Also die Bhagavad Gita, die Ragas sind das, was wir unbedingt wollen, unsere Verlangen, unsere Gier, was uns so antreibt im Leben. Und die Dveshas ist das, was wir vermeiden wollen. Ja? Also die Situationen, die unangenehm sind, die uns Angst machen, wo wir vielleicht was verlieren, wenn wir eine Partnerschaft verlieren, wenn wir einen Job verlieren. Also wir sind genauso durch Vermeiden gesteuert. Ja? Also das ist so dieses unbewusste Potenzial, was
einen Mensch im Gange hält. Ne? Also die Bhagavad Gita ist eine Psychologie der Raga-Dveshas. Und wie wir diese Raga-Dveshas neutralisieren können, wie wir in eine Objektivität hineinkommen. Also wenn wir keine persönlichen Muster mehr auf die Realität projizieren, dann werden wir neutral und können so mit dem sein, wie es ist. Also allein von der Psychologie kommen wir in eine Neutralität, dass wir mit dem Leben so handeln können, wie das Leben auf uns zukommt. Und das ist schon mal eine relative Freiheit. Also es geht nicht nur um Selbsterkenntnis, das steht so an erster Stelle. Und zum Zweiten ist es auch eine Psychologie der Raga-Dveshas, um das mal so diesen Sanskrit-Ausdruck mit zu verwenden. Und dann natürlich auch so dieser Konflikt von Dharma und Adharma, also dass ich mich als Individuum in den Dienst dieser größeren universellen Werte stelle und damit natürlich auch dieses Ego ein Stück neutralisiere und abschleife. Ne? Also der Kampf um Dharma, Adharma, die Psychologie. Aber letztendlich geht es um die Selbsterkenntnis. Also das sind so auch die Themen, die sich im Laufe der Gita immer wieder wiederholen und fortführen und die auch geteacht werden. Also die Gita, es geht einmal um die Selbsterkenntnis, aber auch wie wir als dieses Individuum ja, gut in der Welt sein können, ohne gegen diese universellen Werte zu verstoßen, also dass wir uns in die Weite, in die Gesetzmäßigkeiten, in die universellen Gesetzmäßigkeiten hineinöffnen können und dass auch diese Persönlichkeit weit wird. Also die Selbsterkenntnis ist gut, weil die alles, jedes persönliche Problem zum Guten löst und trotzdem transformiert sie auch die Persönlichkeit, also so im Laufe der Gita baut sich diese Persönlichkeit um, dass sie sich in eine Objektivität hinein entwickelt. Ne? Also so, wie schon in dem Konflikt so angesprochen ist. Also vielleicht nochmal so, okay. Ja, und diese Psychologie oder diese Erklärung, wie führe ich ein möglichst gutes und konfliktfreies Leben, die führt dann eigentlich auch dahin, dass ich die Voraussetzungen erwerbe, dass ich überhaupt zu der Selbsterkenntnis kommen kann. Ne, dass mein Verstand ruhig wird, dass ich objektiv schauen kann, was eine wichtige Voraussetzung einfach ist. Sonst ist Selbsterkenntnis nicht möglich, wenn da die Raga-Dveshas ständig am Klingeln sind. Ja, kann ich mich nicht drum kümmern, um so ganz subtile Angelegenheiten. Ja. Also vielleicht noch ein Begriff. Die Bhagavad Gita ist Moksha-Shastra, also Moksha heißt Selbsterkenntnis und Shastra heißt Body of Knowledge, also das Werk. Ja? Also Moksha-Shastra, dass es um die Selbsterkenntnis geht, aber auch Yoga-Shastra, also ein yogischer Weg beschrieben wird, wie kann ich yogische Praktiken erwerben, dass ich meine Sinne bei mir behalte und also diese Meditation vertiefe, ohne dass die Sinne mich in die Welt ziehen und ich mich in die Welt verliere. Also Yoga als ein Karma-Yoga oder ein Jnana-Yoga, ein Weg, wo wir nicht den Body gut bewegen lernen, sondern wo wir unseren Mind beherrschen lernen. Also dass der Mind als ein Instrument uns zur Verfügung steht. Unser Mind steht uns meistens nicht zur Verfügung. Wir sind, wenn wir anfangen, überhaupt uns mit Selbsterkenntnis zu beschäftigen, aus dem Grund, weil wir die Sklaven unseres Mindes sind und der uns immer wegzieht und wir uns dann verlieren. Ja, und Yoga in dem Sinne, dass wir ein Mind-Management lernen, also dass wir auch so von dieser Tyrannei des Mindes befreit sind, dass wir, also dass das Selbst, das Ich,
in sich ruhen lernt, ja, und dass wir überhaupt eine kontemplative Fähigkeit haben, um uns mit uns selbst zu beschäftigen, als Voraussetzung für die Selbsterkenntnis. Also es ist auch ein yogischer Weg, der uns mit bestimmten wesentlichen Praktiken ausstattet, die uns eine totale Erleichterung im Leben verschaffen und dann aber so als die hauptsächliche Ausrichtung ist die Erkenntnis, wer dieses Ich eigentlich ist. Ja, also vielleicht nochmal so zwei, drei allgemeine Themen, wohin wir uns hier mit der Gita überhaupt bewegen. Ne? Was ist der Benefit, wenn wir uns mit der Gita weiter beschäftigen? Gut, wo waren wir jetzt, Franz? Jetzt waren wir bei dem Arjuna, der kapituliert. Ja, der liegt in seinem Wagen und zittert und schwitzt und hat feuchte Augen und sagt, ich kann nicht kämpfen, ich kämpfe nicht, weil es kommt so oder so nichts Gutes raus. Wenn ich das Königreich gewinne und auch wenn es blüht und reich ist, das Königreich, und alles gut läuft und keine Feinde an den Grenzen sind, auch dann bin ich nicht glücklich. Ja, also ich brauche eine andere Lösung. Und er sagt, nimm mich als Schüler, und das Sanskritwort dafür ist Shishya. Und Shishya hat auch die Bedeutung, also es gibt verschiedene Arten von Schülern, und Shishya schließt ein, dass jemand Voraussetzungen mitbringt, um zu verstehen, was das Teaching rüberbringen will. Und das wiederum schließt ein, dass er nicht so einen Ratschlag haben will, jetzt steh auf und kämpf und sei doch nicht so und so, sondern dass er wirklich wissen möchte, was in Realität ist, also was wirklich ist. Ja? Und er möchte Shreyas, ne? Also er möchte wissen, was wirklich gut für ihn ist. Nicht nur, was in der relativen Welt für ihn gut ist, sondern was wirklich für ihn und sein Seelenheil gut ist. Ja, was soll ich weiter? Kann ja, ich? Ja, okay. und wir machen so die Gita, so wir machen das from the scratch. Also meine Lehrerin sagt, ihr könnt die Gita im Westen nur teachen, wenn ihr das wirklich from the scratch macht. Ja? Also wir machen das so, wie wir dieses Wissen an uns weitergegeben ist. Und wir müssen noch einen Punkt vorher abdecken, bevor wir mit den Versen anfangen, und zwar die vier Purusharta. Und das ist ein Begriff aus dem Sanskrit. Purusha ist der Mensch, das Individuum, und Artha ist das Ziel, also die vier menschlichen Ziele. Ja? Und der Arjuna, der war, bis er diese Krise, diese existenzielle Krise da erlebt hat in seinem Kampfwagen, war er an weltlichen Zielen ausgerichtet. Er wollte Sicherheit, er wollte die Gesetze durchsetzen, er wollte ein sicheres und reiches und gutes Königsleben führen. Also er war an Selbsterkenntnis überhaupt nicht interessiert. Und dann in dieser existenziellen Krise merkt er, dass, also wenn er weitermacht als König, ja, also auch wenn er dieses Königreich zurückgewinnt und wenn es sicher ist, ja, also es gibt keine Sicherheit, dann kommen die nächsten Neider. Also wenn er sein Cousin besiegt hat, ja, irgendwann kommen die nächsten Neider. Also er ist immer nur beschäftigt, irgendwelche Dinge zu erfüllen, und er hat so erkannt, dass dieser Sinn nicht wirklich in weltlichen Dingen zu holen ist für ihn. Und in ihm passiert so wie eine Erkenntnis,
Für mich ist es ganz wesentlich, dass ich mich jetzt um das kümmere, was, was in den Schriften als Selbsterkenntnis beschrieben ist. Ja? Also seine Prioritäten ändern sich in diesem Moment. Ja? Und deswegen machen wir nochmal so einen kleinen Ausflug, ja? Um die Situation nochmal ein Stück besser zu verstehen. Also es gibt so viele Ziele, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Ja? Manche Menschen, die sehnen sich nach einer Beziehung, die sagen, ich will jetzt, für mich ist es ganz wesentlich, dass ich jetzt eine Beziehung bekomme. Andere Menschen haben eine Beziehung und sagen sich, nee, eine Beziehung ist nichts. Ja, ich möchte doch endlich diese Beziehung loswerden. Ich will wieder Single sein. Ja? Manche Menschen denken, ich will mir ein Haus kaufen oder ich will einen festen Job. Und andere Menschen sagen, nee, ein Haus ist mir zu viel Verantwortung oder ich will auch weniger arbeiten. Ja? Also dass diese menschlichen Ziele total unterschiedlich sind, so wie es unterschiedliche Menschen gibt, so gibt es unterschiedliche Ziele im Leben. Und trotzdem gibt es laut der Vedanta vier Ziele, in denen wir alle Ziele einteilen können. Ja? Das erste Ziel ist Sicherheit. Also wir wollen in diesem Leben, brauchen wir Sicherheit. Wir brauchen eine Schale Reis zu essen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen warme Kleidung und wir brauchen, dass unsere Kinder gut versorgt sind. Ja? Das ist so der Bereich Sicherheit. Also wir brauchen materielle Sicherheit, wir brauchen emotionale Sicherheit und soziale Sicherheit. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ja? Das ist der Bereich Artha. Dann gibt es den Bereich Karma, das heißt Vergnügen. Und hier ist es anders. Also alles, was unser Herz weit werden lässt. Also wenn wir so in die Augen eines geliebten Menschen schauen, ja, dann ist es Karma. Ist es ein anderes Vergnügen, wenn wir einem spielenden Kind zuschauen, ja? Wenn wir einen Sternenhimmel in der Nacht genießen, wenn wir einen Sonnenaufgang oder Untergang oder einen ganz schönen Ort in der Natur sind, das ist alles Karma. Also das, der Bereich des Vergnügens. Es gibt auch Erholung, ne? Also wenn ich viel gearbeitet habe, dass ich mich ausruhen kann, gehört auch dazu. Ja, also dass ich, um den Sicherheiten und Lebensroutinen nachzukommen, brauche ich also Erholung oder diesen Bereich Pleasure. Ja, und es gibt Sinnesfreuden, es gibt intellektuelle Freuden, also manche Menschen lernen dann schwere Sprachen und haben schwere Hobbys. Und es gibt aber auch ästhetische Vergnügen. Ja? Und wir spüren, dass also dieser zweite Bereich unterschiedlich von dem ersten Bereich ist. Und der dritte Bereich ist Dharma. Dharma heißt that which upholds, also das, was uns nach oben bringt, was uns, wie kann man das nochmal, erhebt. Was uns ja. erhebt, ja, also wo wir uns über das Ego hinaus erheben, also über den reinen Lustgewinn für diese Person, erheben wir uns mit Dharma. Und Dharma heißt, dass wir Einsicht in Notwendigkeiten haben, also dass wir eine tiefere Sicht ins Leben hinein entwickeln, also dass wir dann plötzlich sehen, es tut gut, wir haben Freude, wenn wir anderen Menschen in Notsituationen helfen, wenn wir Patenschaften übernehmen, wenn wir für Tiere Patenschaften machen, wenn wir Regenwald aufholzen, also wenn wir uns in guten Projekten engagieren, ohne unser Helfermützchen aufzusetzen. Also oft machen wir Dharma, weil wir unsere eigene Hilflosigkeit nicht aushalten. Also das meint Dharma nicht. Also dass wir diese Hilflosigkeit ein Stück auch integriert haben, aber dass wir
einen tieferen Blick in die Notwendigkeiten des Lebens haben. Also das ist Dharma und dass wir auch nach den universellen Gesetzmäßigkeiten leben, was richtig und falsch ist. Und da sagt die Vedanta, wenn wir im Einklang mit Dharma sind, dann wird Artha und Karma also nachrangig. Also immer, wenn wir Sicherheit suchen, sollte das immer im Einklang mit den universellen Gesetzen sein. Und auch wenn wir Pleasure und Vergnügen suchen, sollte das immer in Einklang mit den universellen Werten sein. Ja? Also das Dharma, unser Leben, beginnt zu regieren als Person, wenn wir noch nicht wissen, wer dieses Ich ist. Also das sind die ersten drei Ziele, Artha, Sicherheit, Karma, Vergnügen und Dharma, that which upholds. Und der vierte Begriff ist Moksha. Moksha heißt Selbsterkenntnis, kommt von dem Sanskrit Root Muj, heißt Freiheit von. Noch von was wollen wir frei sein? Von dem, was unangenehm ist und uns einengt. Also beispielsweise einer, der im Knast sitzt und seine Freiheit verloren hat. Ja, der nicht raus kann, weil er 15 Jahre abzusitzen hat. Ja, also der möchte Freiheit von seinem Knastleben. Ja. Und so möchten wir auch Freiheit von, und zwar dem Gefühl, ich bin unsicher und ich bin nicht wirklich eine Person, die ein Vergnügen aus sich selbst herauszieht. Also die Freiheit von unserem eigenen empfundenen Unwert. Und jetzt müssen wir uns nochmal Artha und Karma anders anschauen, weil warum wollen wir Sicherheit? Wir wollen Sicherheit, also wir arbeiten oft hart und viel, um dem Gefühl, ich bin unsicher, ich bin, also in mir ist eine Unsicherheit, in mir ist eine unsichere Person, diesem Gefühl wollen wir entgehen. Also wenn wir viel arbeiten, ne, dann haben wir zwar eine Sicherheit, aber die erfüllt uns nicht. Warum machen wir das? Weil darunter dieses Gefühl, dieses Ich ist unsicher, eine tief empfundene Unsicherheit in uns, dem wollen wir entgehen. Und die Vedanta sagt, das schaffst du nicht. Eine unsichere Person bleibt immer unsicher. Ja? Und auch wenn du dir die Wohnung kaufst und wenn du die Beziehung hast und wenn du nochmal ein zweites Haus hast, Unsicherheit, diese Unsicherheit findet da nicht seine Erlösung. Also vielleicht ein Beispiel, es geht einer über einen schmalen Steg und dieser schmale Steg bricht und er fällt in die reißenden Fluten eines Gebirgsbaches und der Gebirgsbach, der wirbelt diese Person so richtig durcheinander und dann fängt diese Person an, lieber Gott, bitte schicke mir einen Holzklotz vorbei, an dem ich mich festhalten kann. Lieber Gott, hilf mir in diesen Fluten, ich bin so unsicher. Und plötzlich kriegt er was zu greifen, er hält sich fest und sagt, lieber Gott, danke, dass du mir diesen Holzklotz geschickt hast, ja. Und dann hat dieser Holzklotz sogar ein Fell, ja, und er klammert sich an diesen Holzklotz und irgendwann schaut er und er ist in den Armen eines Grizzlybärs, ja. Und er versucht, diesen Grizzlybär loszulassen, aber der hält ihn schon fest, ja. Also das heißt, wenn wir uns in Situationen geben, an denen wir uns festhalten, also in einer Beziehung zum Beispiel, ne, wenn wir uns einen zweiten unsicheren Partner holen, ja, dann halten wir uns an den fest, ne, und Unsicherheit hält sich an Unsicherheit fest und am Schluss wissen wir nicht, wer sich an wen festhält. Ja.
Also es ist wesentlich, dass wir diese unsichere Person in uns anerkennen und auch erkennen, dass wir in Artha keine Sicherheit finden werden. Ja? Also dass wir immer dahin kommen, ich fühle mich verdammt unsicher und das will ich nicht. Ich will das nicht. Ja? Das fühlt sich so unkommod an. Ja? Also das ist einmal, dass wir Freiheit von dieser Unsicherheit haben wollen. Das wollen wir. Ja? Dann Karma. Warum wollen wir alle möglichen Vergnügen? Weil wir uns selbst nicht als vergnügenswert empfinden. Ja? Also wenn wir nach 8 Stunden Arbeit nach Hause kommen, ja, ich mache mir einen schönen Abend, ich lege die Füße auf die Couch, ja, hier in meinem Wohnzimmer. Nach 10 Minuten gehe ich in die Badewanne, dusche mich, koche mir einen Tee, rufe eine Freundin an. Hey, was machst du heute Abend? Wollen wir nicht ausgehen, ins Kino gehen und noch einen Absacker trinken? Ja? Warum mache ich das? Weil ich nicht wirklich die Gesellschaft mit mir selbst als vergnügenswert empfinde. Ja? Also in dieser Person ist etwas, dieses Ich ist nicht in Ordnung. Ich, mir fehlt etwas, mir mangelt etwas. Ja? Irgendwo bin ich nicht liebenswert, bin ich hilflos, bin ich nicht okay. Und das ist das The Fundamental Problem Centered on I. Man kann das nicht richtig übersetzen. Also das fundamentale menschliche Problem, was auf dem Ego zentriert ist, was auf dem Ich-Sense, Ich-Sinn zentriert ist. Ja? Also dass jeder Mensch in sich das Gefühl trägt, irgendwo stimmt etwas mit mir nicht. Ja? Und dieses mit mir stimmt etwas nicht, das wollen wir loskriegen. Ich bin eine unsichere Person und ich mangel, dieser Ich-Mangel, den wollen wir loskriegen. Ja? Und die Gita sagt, das ist dieses fundamentale menschliche Problem, was jeden Menschen tangiert. Und hier beginnt das Teaching oder hier beginnt auch Moksha, also dass ich diese Freiheit von diesem fundamentalen menschlichen Problem wird über die Vedanta, dieses Problem wird gelöst. Die Vedanta sagt, nicht im Außen findest du eine Lösung für dieses fundamentale menschliche Problem, nicht in, also dass wir im Außen Sicherheiten suchen, Vergnügen suchen, die Lösung suchen, sondern du bist das Problem und du bist die Lösung. Ja? Und nicht der Mangel ist das Problem, sondern das Nichtwissen, dass das Ich die Lösung ist, dass die Lösung im Ich selbst ist. Also dass das, was ich suche, im Außen suche, ist Atma, ist dieses Ich. Also das, was ich im Außen suche, ist schon da, es ist nur zugedeckt. Ich habe keinen Zugang und ich habe niemanden, der mir sagt, hör auf zu suchen, schau in dir selbst. Also Vedanta Gita Shastra ist die Freiheit von der Suche, indem sich über die Vedanta Shastra, über die Gita, ein Spiegel, sie stellt sich als Spiegel zur Verfügung, dass der Blick sich nach innen richtet auf das Selbst. Ja, und das heißt Moksha, Mutsch, Sanskritwort. Freiheit von was? That which is not wanted, also von dieser unsicheren Person und von dieser Person, die sich selbst nicht wertschätzt und liebt. Freiheit von heißt Happiness oder Ananda, Limitlessness. Ja?
Selbstrealisation. Wie auch immer, also die Sanskrit-Wörter sind einfach viel klarer, also deswegen verwende ich die auch. Also jetzt sind wir beim letzten, beim vierten Purushartha und die Gita sagt, alle anderen Arthas, Purusharthas sind konditionierte Bedürfnisse. Also ob ich jetzt mir eine Kaffeekanne oder einen Mercedes oder eine Wohnung kaufe, spielt keine Rolle. Ja? Aber Moksha, diese Limitlessness, diese Fülle, diese Happiness ist ein natürliches, ein natürlicher Wunsch, ein natürliches Verlangen, so wie Essen und Trinken auch zum Leben gehört. Ja, ich kann 40 Tage ohne Essen sein, vielleicht habe ich es nie ausprobiert, ich kann eine Zeit lang nicht trinken, irgendwann muss ich essen und trinken und genauso will sich diese Natur des Ichs auch erfüllen. Das Ich ist limitless. Ja, und sobald ich irgendwelche Beschränkungen merke, sobald ich mich als dieses beschränkte Individuum wahrnehme, wird das als nicht mit der Natur des Ichs in Übereinstimmung empfunden. Und dann will man das loskriegen. Na, man will dieses Gefühl des Eingeschränktseins, das will man nicht, weil tief in mir ist diese Überzeugung und diese Wahrheit, dieses Ich ist limitless, ist Happiness. Ja? Und deswegen ist Moksha the choiceless end. Ja? Weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzt. Das Ende, was sich unserer Wahl entzieht, denn es will sich verwirklichen, so wie wir essen und trinken zum Leben brauchen, brauchen wir auch Moksha, um in die Erfüllung dieser Inkarnation oder dieses Lebens überhaupt hineinzukommen. Wir haben keine Wahl. Ja, ansonsten leben wir an unserer Natur vorbei. Also Moksha, the choiceless end, als das vierte Purushartha. Ja, also das Artha und Karma und Dharma zu unserem Leben dazugehören, sie stehen aber im Dienst von Moksha. Ja? Und diese Umschiftung macht Arjuna. Also in dieser existenziellen Krise, in der er sich befindet, shiftet er seine Wertigkeiten um und sagt, hoppla, also diese Königswürden, ich bin ja mit einem goldenen Löffel geboren, ich habe ja alles, ja, und das macht mich nicht glücklich. Also dieses ganze Königreich, auch wenn ich das zurückgewinne, dieser goldene Löffel macht mich nicht wirklich zu dieser, bringt mich nicht in die Happiness, die meine Natur ist. Ja, also er erkennt da etwas. Ja, er hat... Also das Schicksal hat so die Daumenschrauben angezogen und bringt ihn in eine unangenehme Situation. Und in dieser unangenehmen Situation erkennt er, dass er seinem Leben eine völlig andere Ausrichtung geben muss, damit er also auch dieses the choiceless end, ja, also dass er sich darauf ausrichtet. Und deswegen geht er zu Krishna und sagt, Krishna, bitte sei mein Guru. Bitte, ich brauche jemand, der mich unterweist, ja, der mich das Selbst, Atma ist Brahman, in mir erkennen lässt. Das kann ich nicht. Ja, ich bin jetzt von einem weltlichen Sucher zu einem Sanyasi, zu einem Shishya geworden. Ja, ich bin dein Shishya, dein Schüler und ich bitte dich um Unterweisung. Ja, also es ist ganz wesentlich,
wenn wir die Gita studieren, dass wir von den vier Purusharthas gehört haben. No, und die Gita Shastra zu studieren ist auch nur wirklich gut, wenn wir dass wir auch unser eigenes Leben überprüfen, was will ich in diesem Leben? Ja? Und dass wir Artha und Karma hinterfragen und sehen, Artha und Karma gehört zum Leben, aber es ist nicht defektfrei. Ja, wenn ich was erreicht habe, muss ich ständig dafür sorgen, dass ich es behalte. Und wenn ich es wieder verliere, dann ist Angst da. Na, dann ist Sorge und Angst da. Also aus Artha und Karma wächst auch Sorge. Also dass wir ein Leben gebunden in Sorge entwickeln. Ja, also wir sorgen uns, Sorge, Glückseligkeit. Ne? Also, dass unser Leben auf einen Sorgenteppich gewebt ist. Ja? Und das ist, also die Gita Shastra sagt auch, so wie Arjuna sich total sorgt und in Sorgen eingebunden ist, so sorgt sich jedes Individuum, das nicht weiß, dass es Atma ist, dass es Fülle ist und dass es gleichzeitig Brahman ist. Ja? Und jetzt haben wir so, der Franz und ich, ein bisschen das abgearbeitet, was so der Kontext ist. Ja? Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo so das Teaching beginnt. Ja? Also wir haben einen psychologischen Hintergrund, der für jeden Menschen eine Gültigkeit hat. Nämlich, dass unser Leben aus Sorgen besteht, ja, und dass es die Gita auf der relativen Ebene uns im 18. Kapitel sorgt sich Arjuna nicht mehr, ja. Also am Ende der Unterweisung ist, dass die Sorgen aufgehoben sind, im Guten aufgehoben sind. Ja? Also die Gita führt uns über die Selbsterkenntnis in ein sorgenfreies Leben hinein. Ja? Denn die Natur des Ichs ist sorgenfrei. Atma ist frei von Sorge. Also das ist so nochmal, sagen wir mal so, wesentlich, dass wir wissen, was die vier Purusharta sind. Ja, Purusha, das Individuum, und Artha, die Zielsetzung, und dass Moksha, Selbsterkenntnis, das Choiceless End ist. Und das Outcome ist, dass dieses Leben schlussendlich in seiner Natur, wenn wir wissen, wer wir sind, ein sorgenfreies Leben ist. Ja, also das ist der Benefit. Ja. Und Moksha ist das einzige von den vier Zielen, was wirklich zur Sorgenfreiheit führt. Ne? Also die anderen drei können zu einer relativen Sorgenfreiheit führen, wenn wir ein dharmisches Leben führen. Aber letztendlich bleibt immer etwas unerlöst. Also das einzige defekt-free, also Moksha ist defektfrei. Ja? Also wenn Arjuna auch die Schlacht zum Guten löst für Dharma, kommt der nächste Neider und sagt, jetzt leg ich mich mit dir an. Ne? Ja, ja. Ne? Und so ist es doch in unserem Leben, kaum ist die eigene Sorge, also
gelöst, ja, kommt die nächste Sorge, also dass auch unser Mind, unser Verstand einem Schlachtfeld gleicht. Also die Gita findet im Schlachtfeld unseres Verstandes statt. Ja? Also dass der Verstand Verlösungen suchen will und dass die Lösungen, die der Verstand sucht, immer begrenzt ist, weil der Verstand ja selbst ein begrenztes Mittel ist. Ja? Und dass der Verstand sich in der Selbsterkenntnis transzendiert und erkennt, er ist nur ein Instrument und das, was dieses Ich ist, ist Friede und Fülle und Grenzenlosigkeit und Glückseligkeit, Happiness. Ja. Also das ist so nochmal zum Kontext, zum historischen Kontext und zum psychologischen Kontext der Gita. Ja. Also dass wir ein bisschen verstehen, worum es in dieser Geschichte geht. Aber es ist nur Hallo und Hi. Okay, gut. Gut. Okay. Das hatte ich gerade nochmal. Muss man nochmal überlegen, wie wir weitermachen. Mhm. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Das ist so der Kontext, ja. Der psychologische und um den es in der Gita geht. Okay, dann könnten wir mal anfangen, dass wir machen noch vielleicht so 20 Minuten und dann machen wir Pause. Ja, ist das noch okay für euch? Ja, gut. Also ihr nehmt mal eure Die Verse, ja. Und vielleicht noch eine Sache. Das habe ich noch mal, vielleicht, das habe ich vergessen noch mal zu sagen, ja. Warum erkennt sich das, also warum kennen wir das selbst nicht, ja? Also die Gita Shastra sagt, dieses Selbst, immer der gleich, ja? Also die Gita sagt, dieses Selbst ist schon immer da, ja? Es ist nur zugedeckt, also durch diese irrtümlichen Glaubenssätze, die wir von uns haben. Also wenn wir uns vorstellen, unser Kind oder ein geliebtes Wesen, Mann, Frau, singt in einem Chor, ja? Und wir kennen die Stimme von diesem Wesen, von diesem Menschen, der uns so nah ist, und wir kennen sie doch nicht, ja? An manchen Stellen hören wir die Stimme und an anderen Stellen wird sie dann von den anderen Stimmen überlagert. Ja, wir können nie so genau sagen, welche Stimme jetzt dieser Mensch ist, der so nah ist. Und so ist es mit unserem Selbst. Also dieses Selbst ist uns so nah, so vertraut, so liebenswert, so intim geliebt ist uns das Selbst. Es ist nur immer wieder zugedeckt mit Dingen, die das Selbst nicht ist. Und die Gita ist eine Nivritti-Shastra. Also wir müssen nichts glauben, sondern alle falschen Glaubenssätze werden weggezogen. Also diese falschen Vorstellungen, die wir von
von dem Individuum haben, die werden weggenommen. Also durch dieses Teaching wird etwas weggenommen und das Selbst, also dieses, es gibt auch kein Erwachen, weil dieses, weil Atma schon immer ist, unsere Natur ist Fülle, unsere Natur ist total liebenswert, unsere Natur ist unendlich, zeitlich nicht begrenzt. Wir dürfen nur nicht mit diesen Identifikationen, die wir mit unserem Körper haben zum Beispiel. Ja, dieser Körper stirbt irgendwann. Ja, dieser Körper verfällt unweigerlich. Ja, also das heißt, dass wir auf diese Identifikationen auch ein Stück verzichten müssen und dann ist dieses Selbst, was als total liebenswert und voll und akzeptabel auch für uns ist. Du bist schon dieses totale, akzeptable Selbst. Ja? Also dahin führt uns das Teaching. Also wir können dieses Atma ist unsere Natur, wir können das nicht erreichen, wir können das nicht werden, weil unsere Natur ist schon so. Also vielleicht nochmal das Beispiel mit dem Feuer. Na? Die intrinsische Natur des Feuers ist Hitze. Feuer kann nicht heiß werden. Ja? Ohne Hitze existiert kein Feuer. Stimmt das? Ja? Also das heißt, Feuer tut nichts, um heiß zu sein. Ja? Und ohne Hitze kann Feuer nicht existieren. Und unser Selbst ist Fülle. Ja? Und wir können nichts erreichen, um diese Fülle zu sein, weil wir sind schon. Wir sind schon Glückseligkeit. Ja? Also wir können das nicht werden, was wir sind. Es ist wesentlich, diese irrtümlichen Schlussfolgerungen, die wir über uns gezogen haben, beiseite zu nehmen. Ja, also das ist nochmal so, was ganz wesentlich ist, also wohin uns das Teaching bringt, dass wir diese Stimme, die drunter liegt, also dass wir die ganz klar und eindeutig benennen können und dass wir uns mit dieser Stimme, das Beispiel Lind, dann also letztendlich identifizieren und also dass wir das Selbst, was wir sind, in Besitz nehmen. Ja? Wir wohnen in einem kleinen Raum, ja, der, wo wir denken, wir werden in 20 Jahren rausgeschmissen, ja, und eigentlich ist unsere Heimat die Unendlichkeit. Ne? Und dass wir aus diesem kleinen, dunklen, schmutzigen Zimmer hinausgehen und unseren eigentlichen eingestammten Raum einnehmen. Ja? Also das ist so was, wo uns die Gita hinführt oder was Selbsterkenntnis, was die Vedanta unter Selbsterkenntnis versteht. Ja? Vielleicht nochmal wesentlich, hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Gut. Franz. Wo fangen wir denn an? Beim Vers 11. Mhm. Ich meine, die anderen vorher waren ja nur als Erklärung. Ja. Also vielleicht nochmal, wie die Gita aufgebaut ist, 18 Kapitel. Das erste Kapitel ist so der Kontext, den wir so besprochen haben. Das Teaching beginnt im zweiten Kapitel, Vers 11. Vorher wird Arjunas Verzweiflung beschrieben im zweiten Kapitel. Ja, lies doch nochmal vor. Also in Vers 7, überwältigt von Mutlosigkeit, verwirrt über meine Pflichten, bitte ich dich, bitte sag mir, was wirklich besser für mich ist. Ich bin dein Schüler, bitte lehre mich, der Zuflucht bei dir gesucht hat. Tatsächlich kann ich nicht sehen, dass den Kummer beseitigt,
der meine Sinne austrocknet, selbst wenn ich ein unvergleichliches, blühendes Königreich auf der Erde und Herrschaft über die Himmelsbewohner hätte. Das ist so ein bisschen das, was wir ja erzählt hatten jetzt. Ne? Okay. Und dann singen wir mal den Vers 11. Ja, und ihr singt danach, ja? Machen wir das? Wir singen erstmal vor und dann chantest du, ja? Franz. Okay. Ja? Okay. Shri Bhagavan Uvacha. Nochmal. Shri Bhagavan Uvacha. Ich hab's nicht. Egal, wir können auch zweistimmig singen. Das ist doch unsere Spezialität. Nochmal. Shri Bhagavan Uvacha. Ashochyam Anvashochastvam. Singen wir es ganz durch, ja? Ja, ja, erstmal ganz die drei Verse und dann machen wir es in Teilen, ja? Okay, gut. Shri Bhagavan Uvacha. Ashocham anvashochastvam prajñavadamscha parshase katasun akatasumscha nanu shochanti panditaha natvevahamcha tunasam natvam nemecha natipaha nachaiva naparishyamaha Sarve vayam ataf param, dehi nosmin yata dehi, kaumaram yauvanam chara, tata dehantara praptir, tiras tatra namuhyati. Also vielleicht nochmal, die Gita chantet man, ja? Also die Gita, die hat Tristup und Anushtup. Jetzt haben wir gerade den Anushtup, also der einfachere. Den einfacheren Gita haben wir jetzt gerade gesungen. Und wenn wir die Gita durchchanten, dauert es 6 Stunden. Und es geht also immer so, wie wir das gemacht haben. Ja, im Sanskrit. Anfänglich waren die Schriften ja mündliche Überlieferungen und deswegen wurden die gesungen. Ja, die wurden immer vom Lehrer, dem Schüler vorgesungen und die haben nachgesungen, die Schüler, und so wurde das überliefert. Es ist einfach leichter, es mit einer Melodie sich zu merken auch. Mhm. Ja, oder überhaupt, also wir haben morgens immer unsere Studiergruppe, hat auch der Pavlos gemerkt, ja, wenn wir die Verse singen, ist es einfach leichter zu lesen sogar schon. Ja. Und das Sanskrit macht irgendwann, man hasst es und dann macht es total viel Spaß. Ja, okay. Jetzt, Franz, wollen wir mal, also und wir mussten chanten lernen und wir machen das mit euch. Also wir chanten, du gibst vor und wir chanten danach. Ja? Okay, meinst du, es geht? Ja, wollen wir ausprobieren? Ja. Ja, gut, ja. Super. Shri Bhagavan Uvacha. Ashochyam anvashochastvam. Ashochyam anvashochastvam. Prajñavadamscha parshase. Prajñavadamscha parshase. Gatasun akatasumscha. Gatasun agatasumscha. Nanu shochanti panditaha. Nanu shochanti panditaha. Sehr gut macht ihr das. Lass uns doch die drei Verse. Alle drei? Ja. Natveva ham chatu nasam. Natvam chatunasam. Natvam neme janadipaha. Natvam neme janadipaha. Nachaiva nabhavishyamaha. Nachaiva nabhavishyamaha. Sarve vayam ataf param. Sarve vayam ataf
Shalom. Dehi nos min yata dehi. Dehi nos min yata dehi. Kaumaram yauvanam chara. Kaumaram yauvanam chara. Tata dehantara praptir. Tata dehantara praptir. Diras tatra namuhyati. Diras tatra namuhyati.